Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part von Naruto Ultimate Ninja Heroes 2 und gehen wir direkt mal rein ins Spiel. Das heißt, das letzte Mal habe ich natürlich wieder ein bisschen gespielt bis zur nächsten Ebene mit dem Traumraum. Ich würde mal sagen, machen wir uns auch direkt dahin. Aber bevor ich das mache, kann ich... Nein, kann ich nicht. Okay. Ich ignoriere den Pokagamane-Raum trotzdem, weil ich den einfach nicht mag. Spielautomat. Glücksspiel macht süchtig, also hört auf damit. Ihr verliert oder so nur. Sagt und gewinnt direkt was. Was soll denn der Scheiß? Ich will das hier schnell beenden. Ich kann auch einfach das beenden, indem ich es eintausche mit X. Aber wenn ich schon die Marken krieg, soll ich sie auch nehmen. Aber merken, ihr gewinnt meistens nichts. Ihr verliert eher. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Ab in den nächsten. Ja. Und das gehen wir direkt ab. Uhu, 0 Ninja-Punkte. Und da uns so ein Schatzraum schon so auf dem Silbertablett serviert wird, sammeln wir den auch mal ein. Was finden wir? Wieder mal unnötige Items, die ich nie verwenden werde. Höchstwahrscheinlich. Ab in den Traumraum. Mal sehen, was dieses Mal passiert. I have no idea where we are, but we've climbed up pretty high. Sind schon auf Ebene 45 oder so? Kakashi Sensei looks like he's worried about something. No shit, Sherlock. Who's that? Oh, geil. You caught on to me. Und er ist genauso dumm wie Naruto. Guy Sensei? You pretend to be my company. Oh, man. I won't be so easily fooled anymore. Geil, du bist genauso dumm wie Naruto. Punkt. No, we really are. Save your breath. Feel my wrath, evil illusions. Ja, und er hat auch nicht bemerkt, dass die Illusionen nicht reden. Dass nur die, die keine Illusionen sind, reden. Das ist ihm auch noch nicht aufgefallen. No, he's not listening. Wieso sollte er? He's bringing the fight to us. Wenn ich mit Kakashi kämpfe, soll das kein Problem sein. Weil irgendwie ist Kakashi scheiße schnell, deswegen kämpfe ich momentan so gerne mit ihm. Weil ich wechsle wahrscheinlich bald wieder auf Kiba kommen, weil er auf andere Stats halt schon geboostet ist, was ich bei Kakashi natürlich nicht gemacht habe. Weil ich eigentlich danke. Was mache ich da? Zack, und Block durchbrochen. Okay, da bin ich jetzt runtergeschmissen. Zack! Komm, jetzt erstmal dein Dynamic Entry. Zack! Und tot. Zack! Und direkt nochmal rausschmeißen. So muss das sein. Komm. Und tot. Ich liebe das bei Kakashi, dass ich einfach die Jutsus kopieren kann. Und Geist Dynamic Entry kann halt auch recht fies sein, weil wenn du spammst, dann fliegst du über die ganze Map die ganze Zeit hin und her. Guy Sensei, now do you recognize us? Evil illusions. You think you're clever, don't you? Ah! Das ist doch nicht dein Ernst, Guy. Hey, calm down a bit. Maybe they're the real thing. Hi, Tenten. Die Eins ist schlauer hier, oder was? No, not maybe. We are the real thing. Guy Sensei, sit down and listen to us. Naruto und die anderen erzählen Guy und Tenten, was bisher passiert ist. Oh, I thought you were more of those illusions. Sorry. Geil, du bist dumm. Skip it.
Looks like you guys have had a tough time too. Wie konnte Guy Jonin werden? Ernsthaft jetzt? Okay, Naruto hat es auch zum Hokage geschafft, aber trotzdem. Naruto hat dafür wenigstens dazugelernt. Yes. After separating from Lee, I met up with Tenten. We were attacked by illusions several times. It was terrible. But that doesn't mean we wasted our energy. In the end, we managed to peel off one of the seals. Yay, noch weniger Siegel, die wir brechen müssen. Good work, Guy-sensei! Excellent! That means all that's left is... three seals! Ja, und noch 50% des Mugenjos. So, Guy, what are you gonna do now? Well, I can't go back after coming this far. Also das letzte Siegel ist auf jeden Fall auf der obersten Ebene, aber das möchte ich nicht weiter erläutern, weil das wäre ein Spoiler. Das heißt, wir haben 55 Ebenen für noch zwei Siegel. Etwa. I'll join you. I am always encouraged by your presence. Alright, let's move! Yay, jetzt kommt Guy und Tenten auch mit. A signal for me? Ooh. Yes, Kakashi Hatake here. Advanced team number 2. Hello. So what happened? Ja, das ist interessant. Das wird auch später nochmal näher erläutert. Huh? Over where? Good timing. I was just thinking about heading back there. Understood. Right away. Okay, was ist los? I have to leave at once. Master Jiraiya's orders. What? Ja, was soll das denn jetzt, Kakashi? Wir brauchen dich hier. Sorry. I'll leave you in charge, Guy. Auch nicht mit Guy. Right. Rest easy. You go ahead. Don't try too hard, Naruto. Gotcha. Well, let's get moving. Ja, das sollten wir. Kakashi Hatake hat das Team verlassen. Might Guy hat sich dem Team angeschlossen. Tenten hat sich dem Team angeschlossen. Und gehen wir direkt weiter. Und haben auch schon einen Heilkraftraum. Den wir auch direkt nutzen. Gesundheitscheckraum. Fertigkeiten komplett wiederhergestellt. So, das ist das momentane Team. Mit Guy. Koji und Hiro und Hinata. Das passen wir einfach so. Ich habe jetzt keinen Bock mit Tenten zu spielen. Die zeige ich euch später mal. Wobei wir hatten sie schon ein paar Mal in Campen oder so. Zack, erstmal die Abkürzung nehmen, damit wir direkt weiterkommen. Oder schneller weiterkommen. Und dann kämpfe ich mal eine Runde mit Guy. Kann ich euch mal ein bisschen zeigen, wie man sein Dynamic Entry ein bisschen spammen kann. Zack, direkt in den Bauch rein. Komm, ja. Und direkt nochmal. Und die Wand ist kaputt. Nichts da. Dein Jutsu wirkt gar nicht. Und Ulti. Zack. So. Vorteil jetzt, ich habe natürlich unendlich Chakra. Mehr oder weniger. Nachteil ist, dass ich natürlich ganz viel Leben verliere. Aber mit einem Dynamic Entry ist das schnell erledigt. Also ich finde, manche Sachen sollten hier ein bisschen besser gebalanced werden, aber das Spiel ist so alt, passiert eh nichts mehr. Okay, was wir aber machen, obwohl wir machen einfach nochmal eine Rätselbombe vorher. Oder beide Rätselräume. Und das ist eigentlich ganz interessant, um das Wissen zu bestätigen. Was auch immer. Okay. Wie lautet Sakuras Spitzname aus der Kindheit? Klein Haru, neugieriges Mädchen, Stirni.
Stirn hier ist, weil sie so eine Riesenstirn hat. Also eigentlich ist ihr Spitzname Riesenstirn, aber was soll's. Wie lautet Kurenais Nachname? Yuri. Welches verbotene Jutsu entwickelte Orochimaru, als er in Konoha war? Natürlich das Unsterblichkeits-Jutsu. Und das sexy Harem-Jutsu ist noch nicht mal verboten. Und es ist ein Jutsu von Naruto. So, machen wir den anderen jetzt kommen auch noch. Aber wieso nicht? So viele Nympho-Räume. Das gefällt mir gar nicht. Alright, listen up. It's time for a pop quiz. Okay, wie heißt der geliebte jüngere Bruder von Tsunade? Dan war das, meine ich. Nicht? War das eine Verlobte? Ach, ich hab keine Ahnung. Er verfügt über Überkicke Genkai. Sasuke, Gaara, Naruto. Sasuke. Das von Gaara ist kein Kekkei Genkai, das kann er dank dem Shukaku. Wen beschwört Jiraiya? Gamabunta, Katsuya, Manda. Gamabunta tut er beschwören. Hey, I told you, you can do it if you just tried. Egal. Ich kann nicht alles auswendig wissen, okay, Leute? Warum, weil ich eigentlich ein recht schlechtes Gedächtnis habe. Es ist eigentlich verwunderlich, dass ich überhaupt mir so viel merken konnte. Und, ein Schatzraum direkt auf dem Weg. Was wird hier wohl drin sein? Jemand hat diesen alten Bericht zurückgelassen. Tägliche Ereignisse sind darin aufgezeichnet. 25. Oktober, wolkig. Bericht über verdächtige außenstehende Person erhalten, die ums Schloss herumschleicht. Nicht sicher, wer sie ist, wer sie sind oder was sie, das kann ich jetzt nicht mehr ganz entziffern. Ich muss immer ab und zu mal ein bisschen raten, was für ein Wort ist das am Anfangsbuchstaben, aber wenn ich nur die letzten zwei Buchstaben habe, dann kann das ja so gut wie alles sein. Was sie wollen? Keine Ahnung, aber ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache, oder was auch immer. Wir müssen unsere Sicherheit erhöhen. 3. Oktober, Regen, mehr merkwürdige Geschehnisse geschrieben, was, oder Gäste gesichtet, Versuch Panik auszulösen, vermutlich Ninjas aus Konoha. Aha, die Seiten sind zerrissen und verblasst, sodass vieles unlesbar ist. Bericht erhalten. Okay. Ich habe es versucht. Okay, Fleischbomben, Panzer, weg mit dem Hindernis. Wir wollen direkt weiter hoch. Vielleicht schaffen wir es sogar zu einem nächsten Traumraum. Wobei, ich muss mal gucken, wie weit sind wir in der Aufnahme. Ah, 13 Minuten. Hier kann ich keinen Raum aufsparen. So, was mache ich dort hier? Fähigkeit und dann eigene Herrschaft. Ach so. Da kann ich einstellen, welche ich als nächstes bekomme. Okay, dann machen wir erstmal den Shintenshin mit Jutsu. Damit alle getauscht werden. Perfekt! So will ich es haben. Geil! Oh, das ist geil natürlich. So, kommt erstmal ein bisschen Shoji mit Kimichi. Und Gegnerangriff hoch. Zack, 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 zack. Ich liebe dieses Gerolle von ihm. Was? Oh, fuck. Keine Ahnung, was das war jetzt. Warm her. Dann halt so. Alter, das ist so geil. Die Scrollen. Komm. Ach, komm schon. Ist doch jetzt nicht. Combo Attack over 9000. Zack. Und dann nochmal rollen nach oben.
Und einmal nach unten hauen. Zack. Und dann nochmal nach oben. Komm her. Hallo. Danke. Fuck. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Komm. Zack. Och komm schon. Du bist doch schon fast tot. Dann halt so. Ha, durch die Wand geboxt. Mehr oder weniger. So muss das sein. Okay, dann haben wir das auch schon mal erledigt. So, machen wir den Unterhaltungsraum, wo wir den schnell überspringen können. Aber vielleicht ist auf der Ebene neben, nächsten Ebene ja vielleicht wieder ein Kramerraum. Wegen etwas anderem. Weiß ich nämlich gerade nicht. Nie, wann der nächste Dramaraum kommt, aber eigentlich sollte ein relativ großer Abstand sein zwischen dem Dramaraum mittlerweile. Never mind! Okay, dann haben wir zwei Dramaräume in der Folge und das ohne, dass ich was schneiden musste. Auch gut, weil wenn ich irgendwas schneiden müsste, dann kämen die Folge nämlich heute nicht. Ich müsste dann 6 Stunden rendern. Deswegen mache ich das jetzt mittlerweile auf Part, aber das nicht schneiden muss. Okay, ab in den nächsten Traumraum. Mal sehen, was wir jetzt haben. Ah, das nächste Siegelzeichen. Ja stimmt, im vorherigen Traumraum sind wir nur auf Guy getroffen, haben wir ja kein Siegelzeichen gehabt. Das heißt, kommt jetzt. Ja, dann sollte etwa auf der Ebene 75 oder so das... oder sowas eventuell das nächste kommen. Das ist ungefähr die Mitte von den nächsten 50. Kakashi Sensei said this is a memory of the castle or something. Ja. What's she showing us this time? Okay. Oh, ja, genau das. Und da krepieren sie alle. Da sieht man auch, was passiert ist, damit es zum Mugenjo wurde. Oder was kurz bevor passiert ist, als es zum Mugenjo wurde. Nämlich das hier. Ja, das Schloss wird angegriffen. Nur von wem ist die Frage? Was? Konoha-Ninja? Die würden doch sowas niemals tun. Wieso sollte so etwas passieren? Wieso sollte Konoha so etwas tun? Und da hat sich ihr Hass auf Konoha entwickelt. Und was hast du mit ihm krepiert? Princess! I understand. Sorry. Forgive me. Ja. Did they say that people from the Hidden Leaf Village attacked them? Ja, das wurde gesagt. Aber ob das stimmt, ist wieder eine andere Geschichte. What was that? You were so cruel. Und da ist Prinzessin Dusk wieder. Ach ja. You're sure? I've never heard of that story, and the Hidden Leaf Village would never do anything like... Silence!
Oh, da ist sie ja wieder. This body can never forget the resentment and the hatred. You deprived me of all my happy moments. Ach, Kasumi. I'll never forgive you. Und jetzt müssen wir gegen Illusionen kämpfen. Gegen Itachi direkt. Wow. Uchiha? I called on the one you fear most. By his hand, you will die here. Ach, denkst du das? Okay. Da müssen wir das harte Geschütz auf... führen. Weil, hallo, das ist Itachi. Das wird nicht so leicht. Sagt er und macht ihn direkt fertig, ohne Probleme. Oh, da war gerade ein Lag. Was sollte das? Hey! Ich habe zuerst gegriffen. Zack, Ulti. Lebt damit. Zack, zack. Und tot. Easy peasy, lemon squeezy. Das ging schneller als manche andere Kämpfe vorher. Okay, wenn ich den Gegner ein bisschen mehr ernst nehme, dann hau ich auch ein bisschen mehr drauf. Ist ja logisch. Yay, Shikamaru hat's jetzt auch endlich mal bemerkt. Gott, ey. She really is Princess Kasumi. Oh Gott, was sie so lange gebraucht hat. Princess Kasumi? That's the princess we keep seeing, right? Unbelievable. Yeah, it's weird, all right. Natürlich. Now that you mention it, what Princess Kasumi said is similar to what Princess Dusk said. Oh Mann, seid ihr dämlich. What we saw just a while ago really happened? Ja, Naruto. Wieso fällt euch das den ganzen Scheiß erst jetzt auf? Das ist so offensichtlich. Well, I'm not sure about that. What the heck is going on? So, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und schreibt auch gerne einen Kommentar, am besten natürlich zur Folge bezogen. Ich freue mich schon drauf. Und ja, wenn ihr mehr von sehen wollt, abonniert diesen scheiß Kanal, aktiviert die Glocke. Und ich und Sönke haben einen Discord-Server, wäre auch schön, euch dort zu sehen. Link in der Videobeschreibung. Und ich sag's, ciao, bis zum nächsten Mal.